da sind wir wieder. Yeah, yeah, yeah. Ich hoffe mal, ihr seid schon gespannt, wie es hier weitergeht. Ich bin es auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Wir haben ja gelernt, durch die schlauen Zeichen, dass Hebel funktionieren. Lol. So, hier werfen wir nochmal ein Steinchen hin. Knallbumm. Aber das ist doch viel zu weit, um da zu packen, oder? Ich weiß halt nicht. Das funktioniert schon mal. Speichern können wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Ne, scheint nicht. Ja, komm, dann nehmen wir mal ein bisschen Anlauf und dann springen wir in der letzten Sekunde mal ab und schauen mal, ob wir das erreichen. Okay, also ich bin wirklich hardcore gerannt und bin fast am Ende abgesprungen. Es ist nicht schaffbar. Glaube ich. So, jetzt müssen wir hier nochmal vorsichtig laufen, denn da schläft ja ein böses kleines Slicklein. Ich frage mich gerade, was hier knatschen kann, damit er hier irgendwie... Ja, bei diesem... Ich hoffe, ich sterbe nicht dabei. Alles klar. Wunderbar. Alles klar. So. Dann... Ja, ich meine, hier, was knarzt hier bitte? Hier ist ja kein Holz. Das ist einfach normaler Boden. Naja, was soll's. Ist auch egal. So, Steine sollten wir uns mal eben kurz besorgen. Man weiß ja nie, für was man die gebrauchen kann. Ich sehe gerade, hier geht's weiter nach oben. Ja, ich kann da aber nichts dran machen. Tut mir leid. Egal. Ah, vielleicht werden wir auch hier nur hochgesprengt. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, mich daran erinnern zu können. Ja, ja, ja. Ja, ist klar. Ah, verstehe. Jetzt müssen wir uns nämlich so ein Teil besorgen. Und das ist natürlich schneller. Ja, das kann natürlich richtig krass springen. Okay, alles klar. Ein Elum ist das übrigens. Lol. Also, ich hatte natürlich vergessen, dass die Minen nicht mehr da sind. So, der Elum ist da. Hallo, Elum. Lass mich eben kurz nochmal die Steine weghauen. Bevor wir hier gleich wieder weggesprengt werden. Das wollen wir alle nicht. Oh, ja, das war ein bisschen zu lasch. So. Dann rennen wir mal. Ach so, rennen ist so, ist klar. Und let's go. So, von tief aus dem Wald, Elumisch. Ach so, von tief aus im Wald. Ey, ich habe das gerade null gerafft. Ey, manchmal denke ich mir auch, ich bin zu dumm zum Lesen, aber vielleicht ist es auch manchmal so irgendwie gestaltet, dass man das gar nicht raffen kann. Hey, läufst du mir jetzt die ganze Zeit hinterher? Das macht mich ein bisschen verrückt. Ich dann immer denke, man muss jetzt hier irgendwie mit dem Scheiß helfen. Oh, super. Alles klar. LOL. Yo, yo, ist klar, ey. Das ist ja lustig. Dummerweise ist das prädestiniert, um irgendwelche Sachen zu verpassen. Aber ich denke mal, ich muss nur hüpfen. Also ich lese mir mal kurz, was hier steht. Laufe, nee, Lauf. Elum. Lauf. Okay, ja, das haben wir ja gerade schon gemacht, so aus dem heiteren Himmel, einfach mal drauf gebaut, dass das stimmt. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, 6, 6. Heieieiei, das war ja crazy. Doch Elum war stark auf dem Rücken, trug... Hey, ohne Witz, ich lese mir das nachher mal in der Aufnahme durch und schau mal, was da überhaupt steht. Weil das irgendwie nicht so wirklich... Das ist nicht wirklich raffe, manchmal. Also hier fällt man runter, weil es da ja auch steht, ne? Ach, hier soll man schanden, oder was? Hm? Ach so.
das gehört auch immer dazu. Ja, ich weiß es. Oh, sorry, ich manchmal vergesse ich den... Die andere Taste drücken. Muss nämlich eine Taste drücken, um... Hä? Manchmal musst du halt eine Taste drücken, um halt die zweiten vier sprachlichen Mittel da, ich weiß nicht, wie man das denn soll, zu benutzen. Also kannst du natürlich erstmal mit dem Modukons ganz normal reden und dann kannst du nochmal pfeifen und bla 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 bla, ne? So, komm, ich schieb dich mal wieder nach oben. Ich hoffe mal, mein Elum weckt dieses Scheißteil nicht auf. Nein! Anscheinend doch. Ja gut, alles cool. Dann ist eigentlich schon mal klar, was wir machen müssen. Wir müssen einen Stein werfen, den wir nicht mehr besitzen. So. Ich muss mal ganz kurz... leise sein. Entschuldigung, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss. Da kann ich nicht immer was erzählen, aber es ist jetzt gerade mal ganz kurz... was nachgucken. 10 Sekunden das her, dass ich was erzählt habe. Also, seht mir das bitte nach, wenn ich mal ab und zu meinen Mund halte. Man kann ja auch nicht so eine ultimative... Ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Wörter pro Minute erreichen da im Let's Play. Ist natürlich immer ein bisschen schicker, ne? Damit man da nicht die ganze Zeit nur rumschweigt und nichts erzählt. Aber muss ja auch nicht immer hier, keine Ahnung, was erzählen. Manche Leute erzählen ja komplett über ihr ganzes Leben. Oh, warte mal, das sind so Fliegen. Wie kann man das denn lösen? Okay, das frisst das Zeug. Dann ist der jetzt erstmal glücklich wahrscheinlich und ich darf jetzt hier weitermachen. Okay, Schaden kann ich hier schon mal nicht. Das ist klar. Das Ding muss ich ausstellen. Hier kommen keine Fliegen raus. Das ist also schon mal ziemlich cool. Oder keine. Was auch immer. So. Alter, wirklich? Nein, ich muss wieder hier starten. Ich wollte gar nicht so weit rollen, aber es hat dann doch ein wenig weiter gerollt, als ich gedacht habe. Das Problem ist, ich hätte gerne einen Speicherpunkt, weißt du? Und dann könnte ich da einfach mal ein bisschen fixer arbeiten mit. So, alles klar. Dann... so ungefähr. Down! Nee, du musst mit drauf. Kommst du mit drauf? Hallo? Komm mit drauf, hallo? Muss ich dich jetzt wirklich erst nehmen und dahin schicken? So, meine Güte, Elum. Was war denn hier jetzt das Problem, was ich nicht geschafft habe? Ich bin hier nicht rübergekommen oder was ist hier los gewesen? Ach so, ich könnte auch rüberspringen, ne? Ich schau mal, ob ich das Teil hier nochmal nutzen kann. Okay, das ist jetzt wirklich mit Fressen beschäftigt. Ja, lol. Warte mal, ich habe ja noch einen Stein. Ich werf mal den da drauf. Mal gucken, ob das was bringt. Easy. So, und hier kann ich, glaube ich, nochmal einen Stein drauf werfen auf den... auf das Nest. Hat er wahrscheinlich keinen Bock mehr drauf. So, hier schnell drauf. So, und jetzt. Eieieiei, lol. Da muss man Hey, Alter, ist das wirklich deren Ernst, dass man da jetzt komplett immer von neu anfangen muss? Das ist ja voll der Scheiß. Okay, alles klar.
Ich schleiche nochmal ein Stückchen. Nicht Stückchen, sondern ein Stückchen. So. Dann das eben kurz werfen. So. Dann hier hin. Steigen wir eben kurz ab. Komm. Hallo, X, bitte. Vielleicht kann ich ja sofort auf das Teil noch drauf. Nein. Ich muss, tatsächlich erstmal noch das Teil an diesem Honig schlürfen lassen. Ich hätte sowieso noch das Teil hier erstmal kaputt machen müssen. Also von daher, was soll's. So wie ich es jetzt schon. Alles klar. Und dann müssen wir tatsächlich echt da durchrushen. Ist ja nicht so cool, muss ich sagen. Kommt her! Fliegen! Hallo, oder was auch immer ihr seid. Ja, ohne Witz. So, alles klar. Dann. Das ist da drinnen. Springen meinte ich. Dann. Eins, zwei. Und durch geht's. Ach, das sind immer solche Gedichte. Darum kriegt das manchmal nicht gebacken, weil das satztechnisch ja nicht immer Sinn macht. Abe muss sich zum Tempel sputen oder sowas. Weiß ich nicht, irgendwie. Hm, was soll's. Ich hoffe, ich komme hier so rüber. Sieht aus. Finde den Lift. Ja, der ist oben, denke ich mal, würde ich sehen. Okay. Ja, ich will doch nur springen. Ist ja denn nicht schwer? Ich hoffe, ich habe hier noch ein paar Steinis. War ja wieder klar, dass die nicht da sind, ne? Ich muss ja eigentlich nur hochhüpfen, nochmal hochhüpfen. LOL, ist klar. LOL. Kann ich hier irgendwas machen? Hier irgendwie X oder so? Hm. Also hier komme ich nicht lang. Das ist ja interessant, ist ja interessant. Also Schaden kann ich auch nicht, weil dieses Gerät da vorne ja ist. Ich kann es ja mal sagen, ne? Werde ich ja direkt mit einem Blitz kaputt gemacht. So, hier muss ich auf jeden Fall irgendwie hoch. Die sind recht... Ich bin mir nicht sicher, ob ich das da schaffen kann, hier so irgendwie... Ja, so schafft man es auf keinen Fall. Das ist schon mal safe gewesen. Oh, mein Elum, das weint. Das mag mich wohl. Ja. Keine Ahnung, ich sehe ihn. War das hier noch irgendwas, was vielleicht interessant ist? Vielleicht habe ich ja was vergessen. Weiß ich ja auch nicht. Also ich hoffe wirklich nicht, dass hier so irgendwelche Geheimgänge sind. Das wäre natürlich ziemlich traurig. Wobei ich ja schon immer gesagt habe, dass es, wahrscheinlich unmöglich ist, alles richtig zu machen. Aber warte mal, hier, den kann man ja schon aktivieren, sehe ich gerade. Lol, warum hat das nicht sofort gemacht? Achso, jetzt kann ich den erstmal wegschanten. Was mir das bringt, ist dann schon wieder eine andere Frage. Ach, ich weiß, was es bringt. Ich kann den nämlich dann erschießen und dann einfach in die Minen reinlaufen. Easy. So, und dann kann ich hier... Muss ich sogar hier springen. Weil ich sonst wirklich wieder tief falle und mich... Eieiei, eventuell töte. Beziehungsweise heißt eventuell mit sehr Wahrscheinlichkeit. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, meinte ich. So. Jetzt hole ich ihn runter. Und dann geht's mit dem Elum nicht weiter. Lol. Doch geht's wohl. Wahrscheinlich kann ich von dort aus nochmal eine Etage tiefer. Ja, stimmt. Der ist ja fallen nach oben und nach unten. Komm, Elum. Komm. Komm, komm, komm. Komm, ich steig meinetwegen nochmal auf und bring dich hier hin. So.
Dich kann ich immer gebrauchen. So. Warte, ich schau mal kurz. Ist hier irgendwas noch relevant? Nee, nicht wirklich. Hm, okay. Alles klar. Ich sehe aber auch schon die Zeit, die drängt wieder. Wir müssen leider hier auch schon wieder einen kleinen Cut machen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wie viele Parts wir schon aufgenommen haben. Ich schätze mal 5. Ne, 5 kann... Doch, 5 kann sein. 5 passt auch ziemlich gut. Genau. Wir sehen uns dann morgen wieder in Part 16. Und bis dann. Tschüss.